Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die regierungstragenden Fraktionen haben mich in der Tat mit dem Koalitionsvertrag überrascht. Sie haben es geschafft, mit einem einzigen Satz ihren ökologischen Offenbarungseid zu leisten. Ich zitiere den Satz: Bei der Düngerverordnung wird es keine Verschärfung über eine Länderöffnungsklausel geben. Deutlicher, als Sie es hier formuliert haben, kann man überhaupt nicht sagen, dass Ihnen einzelwirtschaftliche Interessen wichtiger sind als Belange der Umwelt und in diesem Fall das Trinkwasser. Ganz klar wird an der Stelle auch, denn ich habe Ihren Koalitionsvertrag sehr genau gelesen, ganz klar wird an der Stelle auch, dass Sie eine Aussage, eine Kernaussage Ihres Koalitionsvertrages hier auch an der Stelle gleich brechen. Sie reden davon, dass Sie Ökonomie und Ökologie versöhnen wollen. Das schaffen Sie an der Stelle so nicht. So funktioniert es nicht. Meine Damen und Herren, worum geht es denn bei den Länderöffnungsklauseln? Es geht doch darum, dass wir uns in diesem Prozess Düngeverordnung, den wir hier seit 2010 gemeinsam begleitet haben, das war ein ganz langer, quälender Prozess, dass wir am Ende gesagt haben, ja, wir wollen nicht alle Betriebe über einen Kamm scheren, weil ja nicht überall die Nitratwerte schlecht sind. Davon redet ja keiner, sondern wir haben Problemregionen, wir haben aber auch Regionen, wo die Nitratwerte vollkommen in Ordnung sind. Also haben wir gesagt, gemeinsam gesagt, dann wollen wir für die Regionen, die Problemregionen sind, wollen wir auch Möglichkeiten haben, mehr zu machen, damit wir insgesamt aber eben auch keine überzogenen Regelungen treffen müssen. Und da sage ich Ihnen, das ist für uns auch eine Selbstverständlichkeit, denn warum sollen wir Bauern im Sauerland, die die Probleme nicht verursachen, warum sollen wir die mit einer Düngeverordnung überziehen, die für, aus deren Sicht völlig unverhältnismäßig wäre? Aber genau dafür, dass wir sagen, die Düngeverordnung wird nicht so strikt gemacht, genau dafür brauchen wir dann auf der anderen Seite die Länderöffnungsklausel. Und wenn Sie die an der Stelle im Koalitionsvertrag gleich von vornherein ausschließen, dann ist das ein Treppenwitz und damit brechen Sie quasi auch die Verhandlungen zur Düngeverordnung insgesamt. Wir haben das jetzt ein paar Mal diskutiert, die Düngeverordnung. Wir wollen endlich sehen, dass die Nitratwerte nach 30 Jahren Debatte, nach 30 Jahren auch Wasserkooperation, dass wir endlich zu Verbesserungen kommen. Dass das alles nicht von heute auf morgen geht, das sehen wir ja ein. Aber es passiert viel zu wenig. Wir haben die Nitratberichte vorliegen, vom Bund, vom Land. Wir haben stagnierende Werte und da müssen wir doch endlich dann auch mal wirklich was tun. Und da sind wir der Meinung, wenn Sie sich dann weigern, hier ein Instrument wie die Länderöffnungsklausel auch zu nutzen, dass Sie billigend in Kauf nehmen, dass am Ende eben die Nitratwerte so bleiben, wie sie sind und dass dann das passiert, was eben das UWA in seinem Gutachten prognostiziert hat, dass die Aufbereitung von Trinkwasser zu höheren Kosten führen wird. Und dann stellt sich an der Stelle auch sogar irgendwann eine volkswirtschaftliche Rechnung, ob sich denn dann der letzte Doppelzentner der Ernte noch lohnt, wenn gleichzeitig auf der anderen Seite Trinkwasser für die Menschen immer teurer wird. Und wir brauchen endlich deutlich sinkende Nitratwerte. Wir brauchen dafür die Länderöffnungsklausel. Und wenn wir ehrlich sind, es gibt zwei Bundesländer, wo wir die Länderöffnungsklausel wirklich brauchen. Das ist Niedersachsen und das ist Nordrhein-Westfalen. Für diese beiden Bundesländer ist die Länderöffnungsklausel vor allem gedacht gewesen. Und es ist dann ein Armutszeugnis, wenn hier die Koalitionsfraktionen von vornherein sagen, das wollen wir aber auf keinen Fall machen. Und es ist einfach aus der Region, aus der ich komme, das Münsterland. Wir haben in weiten Teilen schlechte Nitratwerte. Am Niederrhein haben wir viele Brunnen mit schlechten Nitratwerten. Und wir können uns auf Dauer keine Düngung, die ständig am Limit und leicht drüber liegt, können wir uns auf Dauer nicht erlauben. Wir könnten hier in Nordrhein-Westfalen von einer Länderöffnungsklausel profitieren, wenn wir sie denn nutzen würden. Und man fragt sich schon, warum Sie dieses sinnvolle Instrument nicht nutzen wollen. Warum nicht? Warum tun Sie das nicht? Sie tun es doch deshalb nicht, weil Sie dem Bauernverband einen Gefallen tun wollen. Darum geht es doch in Wirklichkeit. Und wenn Sie jetzt eine Lösung anbieten würden, wo man denken würde, ja, das könnte ja auch ein Weg sein, dann könnte man ja vielleicht noch darüber reden. Aber Ihr Weg, den Sie vorschlagen, den man immer wieder hört, ist der Weg der freiwilligen Verbindlichkeit. Aber wenn man das dann mal so in ein Bild übersetzt, dann fällt mir so der Autofahrer ein. Der fährt bei Rot über die Ampel. Das ist nur freiwillig verbindlich. So.
Und anstatt dann an der Stelle einzugreifen, wir alle würden sagen, wenn einer bei Rot über die Ampel fährt, den bremsen wir mal richtig. So. Anstatt dann massiv einzugreifen, ist jetzt Ihr Vorschlag, na, wir reden mit dem Autofahrer mal und sagen, pass mal auf, Autofahrer, wir möchten dich bitten, halte dich da dran, Rot ist Rot. Und damit du das auch tust, zahlen wir dir auch noch 200 Euro und vielleicht klappt es ja dann. Aber wenn er wieder drüber fährt, ist auch nicht irgendwie schlimm, weil es ja alles nur freiwillig. Und das ist, glaube ich, nicht der Weg, den wir auf Dauer weitermachen können. Kooperation, keiner von uns hat was gegen Kooperation im Wasserschutz, wollen wir alle, aber es gibt Grenzen für diese Kooperation. Wir brauchen klare Spielregeln im Bereich der Düngung aus volkswirtschaftlichen Gründen, aus Umweltschutzgründen und um das Verursacherprinzip auch in diesem Bereich endlich zu stärken. Wir freuen uns auf die gemeinsame Beratung und hoffen dann, dass Sie die Idee fallen lassen, die Sie im Koalitionsvertrag drinstehen haben, und dass Sie sehr wohl die Länderöffnungsklausel noch nutzen. Vielen Dank.